Hey, MJ. Hey, Miles. Hab gerade mit Pete gesprochen. Er ist auf dem Weg zu Dr. Connors Hub. Ruf dich gleich zurück! Noch keiner da? Ich bleib noch, bis die Party beginnt. Sie wollten uns bei unserer letzten Lieferung bezahlen. Ihr werdet bezahlt, wenn alles geliefert ist. Wo ist es? Wo ist was? Louis sagte, ihr bringt das Saxophon. Louis, ja? Louis wurde von den Cops erwischt. Er hat kein Saxophon. Ihr habt das Treffen organisiert. Nein, haben wir nicht. Wo ist unser Geld? Wo ist das Saxophon? Darren? Der Gönner aus dem Museum? Mischen wir die Party auf, dann reden wir mit ihm. Ich sollte den ganzen Haufen einwickeln, bevor wir noch jemanden verletzen. Wir haben es satt, dass wir nicht bezahlt werden. Wir arbeiten nicht gratis. Ich glaube, wir müssen zeigen, wie es uns geht. Mit unseren Fäusten. Hey, Moment mal. Wir hätten dir von vornherein niemals klauen sollen. Was treibst du überhaupt hier? Wenn du uns nicht bezahlst, klauen wir uns das Zeug zurück. Okay, okay, reden wir drüber. Wir sind keine Schwätzer, wir sind Macher. Jetzt drehen wir den Spieß um. Du hast so viel Kohle? Lass mal was davon sehen. Ein bisschen Abstand. Spider-Man, Hilfe! Ich wollte nur die gestohlenen Sachen fürs Museum zurückholen. Das war's. Kannst du erklären? Das wird wohl ein etwas längeres Gespräch. Er ist da oben! Gut, das waren wohl alle. Gehen wir der Sache mit Darren auf den Grund. Ah, danke, Spider-Man. Ich versichere dir, es gibt eine vernünftige Erklärung. Das wirkt extrem zwielichtig. Warte, bis Stadträtin Morales hört, dass du darin verwickelt bist. Leon ist hier! Zeit, eine Spinne zu vernichten! Darren, bleib zurück! Genau hier. Ich habe noch seine Nummer. Er muss in der Nähe sein. Die bösen Jungs jagen Darren. Ist doch verständlich. Sie wollen ihr Geld. Wer ist da? Louis, bist du es? Darren, halt den Wagen an! Spider-Man? Kannst du wenigstens die Typen hinter mir stoppen? Du wolltest die Sachen nicht zurückholen. Du hast von Anfang an hinter dem Raub gesteckt. Mir liegen diese Dinge am Herzen. Nein, du hast nur so getan. Und hast dann das Museum bestohlen. Und diesem Ort seine Geschichte. Das ist die Geschichte meiner Familie. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Es bin wohl nicht ich, der hier nicht versteht. Zuerst müssen die anderen Bösewichte weg.
Wir müssen das stoppen und all diese Leute einbuchen. Auch Darren. Einer! Die Polizei ist gleich da. Ich muss zu Darren. Du bist doch da? Mein Vater war einer der erfolgreichsten Musikproduzenten aller Zeiten. Er war für die Hälfte der Künstler im Museum verantwortlich. Schön für ihn. Jetzt halt das Auto an und sag mir, wo die restlichen Stücke sind. Dann mal los. Warte nicht, Darren. Zum Glück fiel mir an, was die Bremse ist. Sollte wohl bald mal den Führerschein machen. Nur, damit ich's verstehe. Das Gerede über die Unterstützung des Museums. Angelas Zeit, die du verschwendet hast. Die Fragen zum Betrieb und zur Sicherheit. Alles Lügen. Und das nur, um die Sammlung zu stehlen? Aber meine Familie... Nein. Ich bin sicher, du magst Musik. Aber diese Dinge gehören dir nicht. Sie gehören dieser Gemeinschaft. Na los, Sir. Sie sind verhaftet. Diese Veranstaltung wäre ohne unsere wunderbare Kuratorin Angela und die Gemeinschaft nicht möglich gewesen. Unsere Zusammenarbeit, um die gestohlenen Gegenstände zurückzuholen, war einfach nur fantastisch. Okay, okay. Danke jedem einzelnen Familien für die Rettung des Museums. Und danke an unsere Stadträtin Rio Morales, ohne deren Wert. Ich glaube, Abuela hatte ein Buch über sie. Rio wurde ich sieh's mir zu Hause an. Gemeinschaft zu helfen. Und ich würde sagen, das ist ein großes... Ja, die Beats sind echt funkig. Den Typ muss ich mir mal anhören. Ist es hier nicht toll? Ich muss gestehen, dass ich noch nie hier war. Aber nachdem ich vom Raubüberfall hörte, wollte ich mal vorbeikommen. Angeblich hat sich der Typ ja eingeredet, dass das Zeug rechtmäßig ihm gehört. Verrückt, was manche Leute sich einreden können. Hey, hat wohl alles geklappt. Das Museum ist spitze. Es gibt so viel Musik, die ich jetzt hören will. Nicht wahr? Richtig inspirierend. Wollen wir morgen mal frühstücken? Dann erzähle ich dir von meinen Musikideen. Na klar. Ich sehe mich jetzt noch etwas um. Hey, Sie haben geholfen, das Saxophon zu finden? Ja, ich durfte es halten. Bird entlockte Wunder aus dem Metallteil. Mein Dad liebte Charlie Parker. Er wäre froh zu wissen, dass das Saxophon hier für alle zu sehen ist. Und sie womöglich zur Musik zurückführt. Musik ist Magie. Auf der Lennox Avenue im Dunkel der Nacht, vom Schein der Gaslaterne zutage gebracht, schwingt er von Haus zu Haus. Schwimmt er von Haus zu Haus. Der Text gefällt mir. Es ist echt cool, wie manche Leute Musik machen und gleichzeitig die Welt retten. Ich sollte mich zu Ende umsehen, bevor ich mit Mar rede und gehe.
Hey, Miles, ich wollte mir mal das Saxophon an seinem rechtmäßigen Platz ansehen. Nur dank dir konnten wir das Saxophon wiederfinden. Ach nein, nicht wirklich. Das verdanken wir Spider-Man. Dem Typ, nicht der Katze. Naja, das war halt Teamarbeit. Kraule deinem Spider-Man mal die Ohren für mich. Mach ich. Angela, ich bin Miles, der Sohn von Stadträtin Morales. Miles, sie spricht die ganze Zeit von dir. Glückwunsch zur Ausstellung. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Dank deiner Mom und Spider-Man natürlich. Puh, dieses Viertel kann froh sein, die beiden zu haben. Danke euch allen. Herzlichen Dank. Angela erzählt, das Museum hat eine Rekordzahl an neuen Mitgliedern. Ernsthaft? Alles wird gut. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Ma. Jetzt hör mal. Was, wenn wir uns nächstes Mal richtig zusammentun? Ich mit eigenem Anzug. Ma! Vielleicht was Glitzerndes? Ma, stopp. Hör auf. Hör auf. Denk nicht dran. Tanz mit mir. Bring mir Salz dabei.